Guten Abend zusammen. Ich möchte Ihnen Grüße ausrichten aus Köln, vom Kölner Netzwerk, und Ihnen hiermit unsere Solidarität mit Ihnen und dem Anliegen, das wir hier alle vertreten, nämlich der Freiheit der Rede in der katholischen Kirche, unsere gemeinsame Solidarität bekunden. Ich möchte aber im Weiteren noch einen auch persönlich gehaltenen Gruß auch an Herrn Revermann und an Sie alle, einer Betroffenheitsreaktion einer evangelischen Schulkollegin von mir, die das Fach Evangelische Theologie in der Schule unterrichtet, bekunden. Mit Worten des Alten und Neuen Testaments. So spricht der Herr: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es ja, der sie gerecht spricht. Wer ist es, der verdammen will? Christus Jesus ist es ja, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt worden ist, der zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes, der uns tröstet bei aller unserer Bedrängnis, damit wir die, welche in allerlei Bedrängnis sind, trösten können durch den Trost, durch den wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden Christi überaus reichlich über uns kommen, so ist durch Christus auch unser Trost überaus reichlich. Möge Gottes Segen bei Ihnen sein und Sie ihm Tohu Wabohu des Geschehens auf seinem Weg bewahren. Ich danke Ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Schwestern und Brüder, ganz herzlich danke ich Ihnen, dass Sie auch heute Abend gekommen sind, um miteinander einen Wortgottesdienst zu feiern. Es ist dies die Zeit, da man sehen kann, es sei möglich, Menschen aus Amt und Stellung zu treiben. Was man nicht sehen kann, ist, dass es möglich sei, Menschen um ihre Überzeugung zu bringen. Es ist möglich, den morgigen Tag ungewiss zu machen. Aber es ist nicht möglich, Vertrauen zu zerstören gegenüber dem, was menschlich stimmt. Das vielleicht Schönste in diesen Tagen für mich selber ist zu sehen und mitzuerleben durch Sie, die Sie hier sind, wie wenig Institutionen vermögen, wie unglaublich viel aber Menschen selber. Auf die Masse kommt es nicht an, aber auf Einzelne, die es wagen, das zu sagen, was sie denken, das zu tun, was sie fühlen, das zu leben, was sie sind. Denn das ist das Einzige, was man einem Menschen niemals vertrauen kann, was er ist in seiner eigenen Identität, wenn er den Mut hat, sie zu vollziehen. Was uns bleibt, ist diese unsere eigene
Persönlichkeit. Sie ist unzerstörbar und sie steht vor Gott. Und dein anderes ist uns nicht wegzunehmen. Das ist das Wort Gottes selber. Wir haben begonnen damit, in einer Art fortlaufender Lesung uns zu orientieren am Matthäusevangelium. So fügt es sich am heutigen Abend, dass wir im Kapitel 13 stehen, einer Sammlung von Gleichnissen Jesu, die mehr oder minder ein einziges Thema haben: wie viel man Menschen rauben kann, wie viel man im menschlichen Leben zu verwüsten vermag und wie viel an Hoffnung es dennoch gibt, die bei Gott sicher steht. Im Alten Testament gibt es vielleicht keine Stunde, die zu dem Gleichnis Jesu von der vielfachen Saat auf dem Acker besser passen könnte als die Stunde des Propheten Jeremia. Schon hört man den Rambock mit donnernden Stößen gegen die Pforten der heiligen Stadt dröhnen. Jeremia hat Jahr aus, Jahr ein diese Katastrophe kommen sehen. Aber er ist dafür verflucht und verdammt worden. Jetzt, da sie eintritt, aus dem Kerker noch, geht Jeremia hin und kauft in einem eigenen Vertrag durch seinen Schüler Baruch einen Acker aus Treue zu der verwüsteten Stadt. Beide Texte, die des Propheten Jeremia und die des Mannes aus Nazareth, sollen uns Hoffnung geben am heutigen Abend. Es sind, wenn Sie so wollen, alles Texte gegen den Tod und Texte gegen das, was ihn einleiten kann mitten im Leben: die Hoffnungslosigkeit, die Mutlosigkeit, die Verzweiflung. Als Musik weiß ich zur Einleitung nichts Besseres als ein Teil der dritten Symphonie von Mahler. In seinem Büchlein, wo Freude ihre Feste feiert, in Texten zum Nachdenken, fragt der bengalische Dichter Rabindranath Tagore einmal: Herr, in allen Epochen hast du immer wieder Boten in diese herzlose Welt gesandt, die verkündet haben: vergebt allen Menschen, liebt einander, reißt die Bosheit aus eurem Herzen. Würdig unserer Verehrung und unseres Gedenkens sind all diese Boten. Trotzdem weisen wir sie in dieser unseligen Zeit am Tore ab mit heuchlerischem Gruß. Habe ich nicht erlebt, wie versteckter Hass aus nächtlichem Hinterhalt die Hilflosen schlägt? Habe ich nicht erlebt, wie angesichts der Mächtigen Sünde das ohnmächtige Wort der Gerechtigkeit verstohlen weint? Ich habe erlebt, wie junge Burschen in Raserei geraten, auf Stein die Stirne schlagen, qualvoll und zwecklos. Drum ist meine Kehle heute zugeschnürt, meine Flöte ohne Klage, eine mondlose Schwärze
hat meine Welt erstickt. Unter Tränen frage ich darum, die deine Luft vergiften, die dein Licht ausblasen, hast du sogar ihnen vergeben? Hast du sogar sie geliebt? Auf die Frage des Jeremia hören wir die Geschichte von Anatot. Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging im 10. Jahre Zedekias, des Königs von Juda, das ist das 18. Jahr Nebukadrezars. Damals belagerte das Heer des Königs von Babel Jerusalem. Der Prophet Jeremia aber saß gefangen im Wachthofe, der sich im Palast des Königs von Juda befand. Zedekia, der König von Juda, hatte ihn nämlich gefangen setzen lassen, indem er sprach: Warum weissagst du also? So spricht der Herr: Siehe, ich gebe diese Stadt in die Hand des Königs von Babel, der wird sie einnehmen. Und Zedekia, der König von Juda, wird den Chaldäern nicht entrinnen, sondern fürwahr, er wird dem König von Babel in die Hände fallen. Und er wird von Mund zu Mund mit ihm reden und Auge in Auge ihn sehen. Und er wird den Zedekia nach Babel führen, und dort wird er bleiben, bis ich mich seiner annehme, spricht der Herr. Wenn ihr mit den Chaldäern kämpft, werdet ihr kein Glück haben. Jeremia nun sprach: Der Herr hat so zu mir geredet. Siehe, Hanameel, der Sohn Saluums, deines Oheims, wird zu dir kommen und sagen: Kaufe dir meinen Acker, der in Anatot liegt. Denn dir steht es nach dem Einlösungsrecht zu, ihn zu kaufen. Und Hanameel, der Sohn meines Oheims, kam gemäß dem Worte des Herrn zu mir in den Wachthof und sagte zu mir: Kaufe doch meinen Acker, der in Anatot im Lande Benjamin liegt. Denn dir steht es nach dem Eigentumsrecht und dem Einlösungsrecht zu. Kaufe ihn dir. Da erkannte ich, dass es das Wort des Herrn war. Und ich kaufte Hanameel, dem Sohne meines Oheims, den Acker zu Anatot ab, und hatte ihm 17 Lot Silber darzuwägen. Ich schrieb den Kaufbrief und versiegelte ihn, zog auch Zeugen zu und wog ihm das Silber auf der Waage dar. Und ich nahm den Kaufbrief, den versiegelten samt dem offenen, und übergab ihn Baruch, dem Sohne Nerias, des Sohnes Maasejas, vor den Augen Hanameels, des Sohnes meines Oheims, und vor den Augen der Zeugen, die den Kaufbrief unterschrieben hatten, und vor den Augen aller Juden, die im Wachthofe saßen. Und ich gab Baruch vor ihren Augen den Auftrag: So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Nimm diese Briefe, nämlich diesen versiegelten Kaufbrief und diesen offenen Brief, und tue sie in einen irdenen Behälter, damit sie lange Zeit erhalten bleiben. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Man wird in diesem Lande wieder einmal Häuser und Äcker und Weingärten kaufen. Verzweifelter ist im gesamten alten Bunde nicht gehofft worden als an dieser Stelle. Dass Jeremia betet, es möge Nebukadnezar kommen, die Außenmauern Jerusalems zu vernichten, damit Gott von Neuem beginne, sein Wort in das Herz der Menschen zu schreiben.
als alle anderen denken, nun ist es zu Ende und alles bricht zusammen, woran man sich halten konnte, zeigt Jeremia die Treue Gottes zu seinem Volk in diesem paradoxen Landkauf auf verbrannter Erde. Es gibt weit mehr zu hoffen, als bis wohin der zerstörerische Arm der Menschen reicht, sei es in dem, was sie für ihre Sicherheit und ihren Frieden erklären, sei es in dem, was sie an Verwüstung übereinander zu bringen vermögen. Was wir brauchen allesamt, das ist ein großes Erbarmen, das herabregnet über der Menschen Leid vom Himmel. Eine solche Musik ist dieses Stück aus dem 5. Violinkonzert von Beethoven. Die Übertragung ist so schlecht wie immer, aber hörbar. Meine lieben Schwestern und Brüder, im 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums steht ein Schlüsseltext, eine Art Medikament gegen alle menschliche Verzweiflung. Er lautet: An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an den See. Und er versammelte sich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Schiff stieg und sich setzte. Und alles Volk stand am Gestade. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen. Er sprach: Da, ein Sämann ging aus, um zu säen. Und indem er säte, fiel etliches auf den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es nicht Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat, der höre. Da traten die Jünger herzu und sagten zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird den Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Deshalb rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie mit sehenden Augen nicht sehen, mit hörenden Ohren nicht hören und nicht verstehen. So erfüllt sich an ihnen die Weissagung des Jesaja, welche besagt: Hören werdet ihr und nicht verstehen, und sehen werdet ihr und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind schwerhörig, ihre Augen geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen würden, auf dass sie sich bekehrten und ich sie heilte. Selig aber sind eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören, denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt, zu sehen, was ihr seht, und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben's nicht gehört. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist.
Dies ist der, welcher auf den Weg gesät ist. Der aber auf den felsigen Boden gesät ist, das ist der, welcher das Wort hört und es bald mit Freuden aufnimmt. Es hat jedoch keine Wurzel in sich, sondern er ist ein Mensch des Augenblicks. Wenn aber um des Worts willen Trübsal und Verfolgung entsteht, nimmt er alsbald Anstoß. Der unter die Dornen gesät ist, das ist der, welcher das Wort hört, und die Sorge der Welt und der Trug des Reichtums ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Der aber auf den guten Boden gesät ist, das ist, welcher das Wort hört und versteht. Dieser bringt denn auch Frucht, der eine hundertfältig, der andere 60-fältig, ein anderer 30-fältig. Soweit die Worte dieses Evangeliums. Was im Ernst, meine lieben Schwestern und Brüder, vermag kein Mensch zu tun gegen das Leid, das so sehr das Dasein von Menschen an unserer Seite zu verwüsten vermag? Wie lässt sich wirkliche Qual und Pein der Seele trösten und lindern? Im Grunde nur darauf versucht dieses Evangelium in seiner ganzen Art und in seinem Inhalt eine Antwort zu geben. Oft sind wir mutlos selber, die wir Rat geben möchten, und vergeblich nach Ratschlägen suchen. Allzu oft geschieht es uns, dass wir in Verantwortung eintreten für einen Menschen, mit dem wir durch Verantwortung und Verpflichtung verbunden sind. Und wir wissen doch für ihn keinen rechten Vorschlag, noch irgendein rechtes Wort zu geben. Wie oft stehen wir dann dabei, sprachlos und stumm. Es ist womöglich schon viel, dass wir in Ehrlichkeit uns solch eine Lage eingestehen, völlig unleidlich in Anbetracht menschlichen Leids, sind die Daueroptimisten vom Dienst, die verpflichteten Besserwisser, die Auswegmacher. Warum nicht ganz oft akzeptieren, dass es im Sichtbaren einen Ausweg nicht gibt? Sie sitzen am Krankenlager einer Frau, von der die Ärzte sagen, dass sie kaum noch um Wochen zu leben hat. Wenn ihre Verwandte sie besuchen kommen, aus der Peinlichkeit der Situation heraus schon, verlieren sie sich in Redensarten. Man wird sprechen über den Nebel, der draußen auf den Fluren liegt, oder auch, wie schön der beginnende Januarmorgen ist. Man wird reden von dem nächsten Urlaub, den eines der Kinder antreten wird, oder von den Schulnoten, die es nach Hause bringt. Man versucht, das Leid abzulenken. Man sieht, wie der Schmerz, das Ich des Betroffenen, immer weiter verengt und nach innen zieht. Ist es da nicht richtig, einfach mit fremden Interessen so etwas wie Beruhigung zu schaffen, andere Gedanken zu erzeugen, den Blick ein wenig wenigstens ins Weite zu schicken? Andere versuchen, den Ernst des Augenblicks gänzlich zu ignorieren. Es wird schon wieder alles werden. Vom Tod ist keine Rede.
wie man geschlafen hat in der vergangenen Nacht, wie man gegessen hat, wie man sich fühlt. Mehr lässt sich kaum tun. Warum nicht einfach den Mund halten oft und nur da sitzen und hören? Das kostbarste Geschenk des menschlichen Tröstens ist die Fähigkeit, sich erklären zu lassen, worin fremdes Leid ruht. Oft hindert uns die eigene Angst. Eben darin bestehend, wir wüssten dann selbst keine Lösung, vergessen wir das. Wir sind nicht verpflichtet, überall Lösungen zu wissen. Aber wie viel Vertrauen können wir schenken, wenn wir nicht ausweichen? Es genügt oft einfach dabei zu bleiben und den Mut zu haben, das scheinbar Unerträgliche mitzutragen. Mehr ist nicht möglich oft, aber das ist ganz viel. Es ist oft die letzte Chance für einen Menschen, einfach zu sagen, was ihn bedrückt. Und schon indem er es ausspricht, oft viel mehr, als er je gewagt hat, verliert er doch von seiner Einsamkeit. Das, was alle Redensarten bis dahin wollten, Befreiung und Öffnung schaffen, jetzt geschieht es wirklich. Schon weil da am Bettrand ein anderer sitzt, der die Hand hält und zuhört. Was haben Menschen oft zu sagen, wenn wir nur richtig hinhören? Alte Leute können scheinbar immer wieder reden von den Tagen ihrer Jugend. Zum x-ten Mal erzählen sie dieselben Begebenheiten, vermeintlich in keinem Punkt irgendetwas Neues. Aber betrachten wir das, was sie sagen, einmal aus dem Blickwinkel ihrer eigenen Augen. Hören wir nach innen, was sie da von sich selber sagen möchten. Sie berichten vielleicht nur von einer Stunde äußerster Not in ihrer Kindheit, wie sie einmal sich sehr geängstet haben oder wie es war, als die Mutter starb oder als ein Brief eintraf, der den Vater als vermisst meldete. Warum denn erzählt diese Frau, dieser Mann, diese Geschichte immer von fern? Offenbar ist sie nie abgegolten. Offenbar haften immer wieder Gefühle daran, die sich mitteilen möchten. Und mehr wäre gar nicht nötig, als es gemeinsam zu begleiten. Denn es formt sich dabei ein Bündnis gegen das Unsagbare, gegen die Verzweiflung, die stumm macht. Schon wenn wir einem Menschen durch unsere Bereitschaft, ihm zuzuhören, das Vertrauen und die Würde schenken, dass in ihm etwas lebt, das sich auszusagen lohnt, das sich zu vernehmen lohnt, bereitet sich doch in ihm selbst ein Gefühl vor, für so etwas wie eine eigene Bedeutung. Und die besitzt er. Ihm die zu schenken und ein Gespür dafür zu verleihen, ist in aller Regel das meiste und das Beste schon. Dann kann es sein, dass sie, je besser sie zuhören, mit Mal versonnen werden, wie ins Träumen geraten. Und es formen sich vor ihrem inneren Auge Bilder, andere als die Inhalte, die gerade erörtert werden. Diese Bilder spiegeln nicht die äußeren Tatbestände des Mitgeteilten ab, aber sie formen die Bedeutung, die das Gesagte für den anderen selber hat. Es genügt mitunter, dass sie vorgreifend solche Symbole, solche Bildgeschichten parallel erfinden. Der andere schildert gerade, wie haltlos er ist. Vor ihren Augen aber taucht eine Situation auf, wie wenn jemand an einem Steilhang zu klettern versucht und das Geröll unter seinen Füßen raubt ihm jeden Halt. Und je mehr er sich
anzuklammern versucht und das rutschende Material des Berges, desto haltloser sinkt er in die Tiefe. Sie hören, dass jemand sich Mühe gegeben hat, aus seinem Leben das Beste zu machen. Und vor ihrem Auge taucht das Bild eines Mannes auf, der wie endlos über eine lange Straße mitten im Winter gegen das Schneetreiben angeht und es gibt kein Licht, kein Ziel. Er geht nur immer weiter. Wenn Sie solche Bilder dem anderen mitteilen, als Wiedergabe seines Gefühls, wirkt das mitunter wie eine Belebung in der Tiefe. Ein Verstehen beginnt, wie es vorher nie war. Da treten zwei Menschen ein in den Pakt einer gemeinsamen Poesie. Da schreiben sie zusammen so etwas wie ein Buch des Lebens. Da erfinden sie im Ansatz genau das, was im Neuen Testament ein wirkliches Gleichnis genannt wird. Zum Beispiel dieses von der vielfachen Saat. Wie oft muss Jesus der Melancholie begegnet sein, der ständigen Klage und Frage, wozu denn dies alles sich lohnt. Seine eigenen Jünger, gerade vorweg noch, mögen ihn bestürmt haben. Rabbi, siehst du denn selbst, wie es noch weitergehen kann? Noch vor Monaten in den Dörfern Galiläas hatten wir einen solchen Zulauf von Interessierten, Begeisterten. Die Menschen trugen ihre Kranken uns zu, wie ein Sturmlauf ergriff die Dörfer und Städte. Die Botschaft von dem beginnenden Reich. Jetzt aber hat sich das Misstrauen, die Verdächtigung, die Verfolgung der Mächtigen in Jerusalem zwischen dich und das Volk gestellt. Du kannst das nicht rückgängig machen. Zwei Kapitel vorher, noch vor dieser Szene, ist es geschehen, dass man Jesus anklagt des Teufels Bündnisses für seine Heilungen, ihm vorwirft, die Menschen in die Irre zu leiten, durch seine Art von Gott zu reden. Das Bild eines menschlichen Gottes beunruhigt die Machthaber in Jerusalem und ihre Angst verängstigt die Glaubenssuchenden. Sie fangen an zu zweifeln. Sie laufen fort. Rabbi, was machst du? Wie soll es weitergehen? Kannst du kämpfen gegen eine ganze Welt? Willst du antreten gegen die eigenen religiösen Behörden? Es ist eine Frage. Was wird aus dem Gotteswort, wenn alles scheinbar schon Erreichte wieder zerbröselt und zerfällt? Mag sein, dass Jesus in diesem Augenblick dieses Gleichnis erzählt hat, zur Beglaubigung seines eigenen Glaubens, um den Jüngern Mut zu machen gegen den Schatten der Lähmung, der Mutlosigkeit. Es gibt so viele vergleichbare, fast intime, private Situationen, in denen die Erzählung von der vielfachen Saat hilft, so nötig wie ein Vitamin, so nötig wie ein Medikament am Rande einer schweren Vergiftung. Es läuft in unseren Köpfen mitunter eine Interpretationsmechanik ab, die selbst kleine Beobachtungen schon ins letztlich unentrinnbar Schreckliche zerrt. Eine Frau entdeckt an ihrem Körper eine kleine verhärtete Hautstelle. Bestimmt ist es Krebs. Sie fühlt in ihrem Unterleib bestimmte Beunruhigung. Kann es nicht AIDS sein?
Ihr Kopf dröhnt und schmerzt, bestimmt eine Hirnhautentzündung. Allein die Interpretation bestimmter Misswahrnehmungen kann eine solche Kaskade zusätzlicher Ängste auslösen, dass der Zustand seelisch wirklich gefährlich wird. Schaut man dahinter, haben wir oft Menschen vor uns, die seit Kindertagen gelernt haben, die Angst ihrer eigenen Eltern, der maßgebenden Kontaktpersonen jedenfalls, so in sich zu verinnerlichen, dass ständig hinter ihnen eine Mutter stand, die selbst kleine Begebenheiten mit ihrer Sorge und Sorgfalt ins Entsetzliche, ins ganz Dramatische steigern konnte. Heute eine Frau von 40, ein Mann von 45, denkt nicht mehr an seine Mutter, sieht nicht mehr seinen Vater. Aber unsichtbar, wie Schatten, treten sie von rückwärts an sie heran und geben immer wieder unhörbar den gleichen Kommentar: Es wird ganz schlimm. Es kann nicht gut gehen. Alles, was noch weiterkommt, wird eine Katastrophe sein. Wie viel zerstören wir in unserem eigenen Leben an Ängsten, die nicht nötig wären? Die im Grunde auch überhaupt nicht unsere eigenen Ängste sind, sondern die wir geborgt und geliehen haben als Kinder schon. Buchstäblich aus der Angst der Generation. Da war eine Mutter mit einem Kind schwanger, gerade als noch Krieg war. Die Ostfront bewegte sich rückwärts, die Rote Armee drückte nach Schlesien. Da war ein Kind noch nicht auf der Welt und trug doch in seiner Seele längst schon die Angst vor der Mutter, die real war damals, aber sie formt jetzt ein ganzes Leben. Da wuchs ein Kind auf an der Seite einer Frau, die selbst nicht zu leben wusste, in ihrer eigenen Nervosität, in ihrer eigenen Haltlosigkeit, mit dem ganzen Bündel ungelöster Probleme in ihrem eigenen Dasein. All diese Ängste waren real oder fiktiv, psychisch, aber die reine Wirklichkeit für ein Kind. Es genügt vollkommen, jede Hoffnung im Ansatz zu zerstören. Und dann gibt es all die Schicksalsschläge, wo wir wirklich nicht weiter wissen. Wer lehrt uns eigentlich im Namen des Christus, dass es für jede lebendige Situation einen Ausweg gäbe? Man vermisst sich manchmal unter den Theologen, den Menschen zu sagen, dass, weil wir erlöst sind, wirkliche Scheitern gar nicht mehr kennen, wirkliche Tragik uns nicht mehr berühren könnte. Die Wahrheit zu sagen, wir leben in einem Zwischenreich von Licht und Schatten. Niemand hat eine Garantie für das Gelingen. Oft trifft es die Besten und sie wissen nicht warum. Was bleibt dann einem Menschen, woran er sich halten kann? Da hat eine Frau alles eingesetzt, mindestens ihren Kindern es gut zu machen, besser als sie selber es hatte. Da hat ein Mann gearbeitet und gearbeitet für seine Familie. Er hat so viel gespart, dass er schließlich ein Haus eingerichtet hat, als seine Frau ihn verlässt. Alle Gefühle sind längst erstorben. Warum das alles, werden solche Menschen fragen. Und je länger sie zuhören, werden sie selber wissen, es gibt nicht einen einzigen vernünftigen Ratschlag. Es hilft nicht zu sagen, all das war nicht so schlimm, all das ist nicht so schlimm, es wird ja wieder gut. Niemand weiß das. Keiner sieht das ab. Eine handfeste Formel, wie es zu machen sei, existiert überhaupt nicht. In solch einer Situation beginnt dieses kostbare, wunderbare Gleichnis Jesu zu erzählen. Es ist eine unglaubliche Art des Mannes aus Nazareth gewesen. Die Menschen einfach bei der Hand zu nehmen. Nichts wird beschönigt hier, nichts weggeredet,
Ganz im Gegenteil. Was Jesus vor sich hat, ist die blanke Verzweiflung. Alles kann man machen, wie man will. Es wird zertrampelt, gestohlen, wie mutwillig zerstört. Es kann von innen heraus sich sowieso nicht entwickeln. Es ist alles egal. Genau das erzählt Jesus. Mit einem ungeheuren Atem und einem Mut zur Geduld, wie man es in der Literatur der Menschheit nur ganz selten findet. Ein Sämann geht aus zu säen. Und was erlebt er da? Sie müssen jede Station dieses Gleichnisses sich verdichtet vorstellen, mit allen Ängsten, mit allen Hoffnungslosigkeiten, mit allen ungeweinten Tränen und Traurigkeiten ihres eigenen Lebens und der Menschen, die ihnen am nächsten stehen. Und gehen sie alle durch. Man hat sich so angestrengt. Man hat es so gut gemeint. Aber dann kam es darüber her. Es hatte keine Chance. Da gibt es anderes, das schien aufzublühen. Es machte Freude. Man dachte, so wird es gehen. Man klammerte sich an diese kleinen Pflänzchen, die eben aufschossen. Und dann erwies sich, dass das alles keinen Grund und keinen Halt hatte. Es verdorrte, sank da nieder. Umsonst. Es ist eine Art, Jesu Menschen zu trösten, indem sie alle Gründe der Verzweiflung beim Wort nimmt und beschwört förmlich, sie sollten sich versammeln. Da ist keine Klage ausgeschlossen. Da gibt es eine Aufforderung bis zum Ende, alles zu erzählen, was die Mutlosigkeit begründet. Da nimmt Jesus Menschen, die nicht ein- noch auswissen, bei der Hand und fordert sie auf, all das, was ihnen im Wege steht, mitzuteilen und formt daraus dieses Bild. Es ist nicht möglich, dass alles gelingt. Dann könnte man beinahe hören, den billigen Trost. Aber irgendwas kommt sicher dabei raus. Irgendwo gibt es die hundertfache oder mindestens die 30-fache Ernte. Du musst nur weitermachen, du musst nur weiter warten. Aber das ist nicht der Trost dieses Gleichnisses. Er besteht darin, die Hoffnungslosigkeit ganz ernst zu nehmen, bis das, wo gar nichts mehr zu machen ist. Da möchte Jesus, dass ein Mensch sich wiederfindet, ganz und gar ohne zu rechnen, unter den Augen Gottes. Da springt das Gleichnis aus der Bauernlogik heraus und stellt einen Menschen in seiner Existenz unter die Augen Gottes. Das können Sie mitunter erleben. Ein Mensch hat an Ihrer Seite zu Ende geklagt. Objektiv scheinbar hat sich nichts geändert. Er aber, wie wollte er ihnen um den Hals fallen, dankt ihnen für diese Stunde Gespräch, die sie Zeit hatten, für ihn. Seine Krankheiten sind nicht anders geworden, seine finanzielle Lage nicht verbessert, sein beruflicher Alltag nicht geändert, seine eheliche Beziehung keineswegs entspannter. Aber es ist plötzlich in dieses Ghetto der Einsamkeit und der Aussichtslosigkeit ein breiter Strahl der Güte und des Verständnisses gefallen, auf ihn und gibt ihm das Gespür und das Gefühl, dass er ist einfach eine Empfindung für die Tatsache seines Daseins. Mehr oft ist überhaupt nicht nötig und nicht möglich, aber es ist unendlich viel. Schon das ist beeindruckend zum Trost eines Menschen, dass er sich sagen kann, was aus all dem, was ich versucht habe, herausgekommen ist, wie das ankam, wie es gewirkt hat, was die anderen damit gemacht haben. Das ist nicht das Eigentliche.
was ich gewollt habe, was ich gemeint habe, was ich versucht habe. Das einzig zählt, dafür bin ich verantwortlich. Es gibt einen grausamen Satz in der Kunstkritik, der da lautet, über einen Autor, er hat es gut gemeint. Das ist die Umschreibung für die Vernichtung im Urteil über sein Stilvermögen. In der Kunst genügt es nicht, es gut gemeint zu haben. Mag sein in der Ästhetik. In der Kunst der Existenz ist dies das Allerwichtigste. Oft der entscheidende Trost, der uns bleibt, nach vielleicht 20, 30 Jahren verlorener Mühe. Wir könnten uns sagen am Ende, wir hätten es gut gemeint. Kann sein, dass uns auch das noch gestohlen wird von den Vögeln des Himmels, von Gedanken, die wir so nicht kannten. Mag sein, wir kommen dahinter, wir haben uns für eine ganz falsche Sache eingesetzt. Wir haben geglaubt an etwas, das sich als Wahnsinn enthüllt. Was würden Sie sagen, fragte vor einer Weile eine Reporterin mich, den Leuten in der DDR, den Kommunisten, was sagen Sie denen? Ich versuchte stammelnd zu sagen, ihr im anderen Deutschland habt über viele Jahrzehnte gelitten unter Diktatur. Schlimmer, ihr habt geglaubt, dass all die Leiden unter der Diktatur in gewissem Sinne nötig waren. Ihr habt Überstunden gemacht, ihr habt eure Kinder in die entsprechenden Zeltlager geschickt. Ihr habt die Werke des Marxismus und Leninismus studiert bis in die Nächte hinein. Ihr habt geglaubt, mit all dem, was ihr tätet, hättet ihr einen kleinen Beitrag geleistet zur Verbesserung der Zukunft der gesamten Menschheit. Eure Opfer würden irgendwann spätestens euren Kindern oder Kindeskindern nützen. Das alles habt ihr geglaubt. Dafür habt ihr gelitten, gestritten. Ihr erkennt das jetzt als zerbrochen, als verlogen, als unsinnig. Aber seid ihr nicht Menschen gewesen, dass ihr geglaubt habt, mindestens etwas beitragen zu können zur Verbesserung einer Welt von morgen und habt euch dafür eingesetzt? Ist das nicht ein Wert, den ihr reklamieren könnt gegen die Besserwissis? Ihr wart Menschen und seid es geblieben, mitten im Irrtum möglicherweise. Das, was ihr wart, als Irrende womöglich, wird man euch nicht absprechen. Das seid ihr als Menschen. Ganze Generationenschicksale können sich so vergleichen lassen, dass es da etwas gibt, bei allem Weggenommenen, allem Zerstörten, das ist einem Menschen nicht aus der Hand zu nehmen, das lebt in seinem Herzen. Das steht bei Gott. Und dann muss man nur glauben, dass es so etwas gibt wie eine menschliche Kontinuität, die weitergeht und weiter reift. Nichts war umsonst, was wirklich menschlich ist. Sehen lässt sich das nicht. Beweisen oft gar nicht. Aber glauben und hoffen. Viel mehr können wir im Austausch miteinander in aller Regel nicht, als dass wir den anderen so ernst nehmen, dass er beginnt, an sich selbst als Person zu glauben. Und tut er das, formt sich im Hintergrund seines Lebens etwas wie eine unsichtbare Hand, die ihn trägt über den Abgrund. Das ist, was Jesus nannte, seinen und unseren Vater. Rabbi, warum erzählst du Gleichnisse? Fragen da die Jünger. Jesus hätte sagen können, weil nur Gleichnisse etwas von Gott zu erzählen vermögen, das nicht wehtut. Hört den Theologen zu. Sie haben für jedes Problem eine Antwort. Es gibt keine praktische Lebenssituation, wo sie nicht geradeaus die Moral, den deutlichen, willentlichen, guten Vorsatz zu setzen wissen. So wird es gemacht. Aus 2000 Jahren Tradition und Kenntnis kennen sie sich aus, wie denn auch nicht. Und immer sind sie gewalttätig, weil sie schon wissen,
weil sie ihre Formeln haben, ihre begrifflichen Eindeutigkeiten. Immer ist 2 mal 2 4. Wann aber ist im Leben 2 mal 2 4? Vielleicht ist es 7,5, es kann doch vorkommen. Alles ist da dialektisch verflochten, widersprüchlich, unübersichtlich, ungarantiert. Das heißt zu leben, dass man nach 30 Jahren Anstrengung merkt, es war umsonst, weil es falsch war, und doch hat es menschlich über einen ganzen Abgrund getragen. Und die Suchenden waren unendlich viel wertvoller als die Sitzenbleiber, die nie etwas riskiert haben. Sie haben sich gebracht, sogar um die Chance, etwas dabei zu lernen. So hätte Jesus sich verteidigen können. Gleichnisse, hätte er sagen können, sind die einzige Art, nicht weh zu tun. Die Menschen abzuholen, wo sie stehen. Sie zu begleiten auf ihren Irrwegen, ihre dichtesten Gefühle so zu formulieren, dass sie sich von innen her verstanden fühlen. Und plötzlich ist da eine offene Lösung, eine neue, andere Sicht der Dinge. Wer sich die zu eigen macht, bricht zum Beispiel aus dem Ghetto der Verzweiflung aus und steht mitten im Leben. Die Antwort Jesu ist ganz eigenartig. Die Gleichnisse werden erzählt, damit die, die schon haben, noch mehr bekommen. Und die, die nicht haben, auch noch weggenommen bekommen, was sie nicht haben. Es ist ein bitteres Wort, ein Sprichwort des alten Israels offenbar. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher. Ein Sprichwort über die soziale Ungerechtigkeit der Welt. Was Jesus andeutet, ist so etwas wie eine existenzielle Regel. Wenn Menschen aus lauter Angst nichts wirklich von sich einsetzen, nichts wagen, aufs Spiel zu setzen, vertun sie sich am Ende ganz. Aber diejenigen, die ein bisschen offene Ohren haben, die gelernt haben, ein Stück verwundbar zu bleiben im Leid, die sich einen Rest von Sensibilität bewahrt haben und versuchen, den zu leben, für die wird ihr Leben immer intensiver. Immer ausgefüllter, immer spannender, immer reicher, immer weiter. Und dabei kommt etwas heraus, das ist das Versprechen Jesu. Und nun übertragen auf ganz Israel. Man kann immer zuhören, indem man lediglich die eigene Bestätigung sucht. Dann hat man Ohren, die nichts hören. Man kann immer zuschauen, sodass man nichts weiter sieht, als was man schon kennt. Dann ist man wie fixiert auf das Herkömmliche und blind für alles Neue. Dann tut man allen Propheten Israels Unrecht und es wiederholt sich der Satz des Jesaja: Dieses Volk ist Herz verklebt, Ohren verfettet, nichts kommt dabei herum. Aber so muss es wohl sein. Etwas wirklich energisch Neues sucht förmlich nach den Menschen, die es brauchen. Und das sind im Matthäus-Evangelium grundsätzlich Arme, Leidende, Hungernde, Kranke, von Dämonen gepeinigte, Nachtwandler, Suchende. Nur solche brauchen das Medikament des Jesus von Nazareth. Aber dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Es ist vermutlich mit den Gleichnissen Jesu für uns so ähnlich, wie man in Ostasien vor Jahrhunderten schon eine bestimmte Lehrtechnik erfand, die eines Korans. Es redet ja Jesus beim Lesen der Bibel nicht ohne weiteres in unser eigenes Leben hinein. Die Geschichten, die er zu erzählen hat, sind nicht direkt in die Situation gesprochen worden, wo wir als sein Gegenüber stünden. Also müssen wir versuchen, sie selbst so zu nehmen, dass sie uns betreffen und unsere eigene Situation meinen und erhellen. So die Technik in Ostasien, in sogenannten Korans Kunde zu geben über die Einsicht von Weisheit und Erfüllung. Ein Koran ist niemals eine fertige Formel, meist ein sehr rätselhafter Satz, den man nicht sogleich begreift. Der Schüler geht hin, nimmt ihn, meditiert ihn, löst ihn gewissermaßen auf wie ein kompaktes Stück Zucker
dem er alle Flüssigkeit seines Mundes gibt, um es schmackhaft aufzulösen und nahrhaft werden zu lassen? Und wenn das geschehen ist, wenn es Eingang gefunden hat in dem Kreislauf seines eigenen Lebens, meldet er sich zurück bei seinem Meister. Es ist eine Art zu lehren, die nicht wehtut, sondern frei macht, weil sie an die Freiheit appelliert. Die frühe Kirche hat sich dies ein Stück erleichtert. Sie hat das Gleichnis Jesu genommen, gewissermaßen als ein Stück Geheimwissen, das allegorisch gedeutet einen besonderen Sinn zu erschließen wüsste. Das ist kirchliche Situation, gültig in gewissem Sinn bis heute noch. Da ist es die Sorge des Matthäus, in seiner eigenen Kirche könnte das Wort Gottes vertan werden durch die Augenblicksmenschen, die irgendetwas begeistert anpacken, aber dann, kaum dass es schwierig wird, wenn es Verfolgungen gibt, Auseinandersetzungen, Konflikte und Spannungen, Reis ausnehmen. Es gibt eine bestimmte Art von Christentum, die überhaupt nicht darauf eingerichtet ist, dass man mit Leidenschaft irgendwelche Wahrheiten in die Zerreißprobe bringen müsste. Für sie besteht Christentum wirklich nur im Augenblick, wie bei den Tieren. Jetzt wird gefressen, dann wird geschlafen, dann steht man wieder auf. Alles so, wie es die Natur in ihrem Umlauf vorgesehen hat. Dass da etwas zu entscheiden wäre, ist in einem solchen Lebensentwurf durchaus nicht vorgesehen. Man ist mal heiter, dann ist man mal traurig, so wie mal die Sonne scheint und wie es dann mal regnet. Man ist nicht zuständig für sein Leben, gewissermaßen. Es ist eine Sorte Christentum, die unverantwortlich bleibt bis ins Herz hinein. Eine andere gibt es, die beginnt gar nicht erst wirklich ernst zu machen. Von ihr meint Matthäus sehr bitter, das ist wie wenn der Böse alles aus dem Herzen stehlen würde. Man hat 20 Jahre christlicher Erziehung genossen und weiß überhaupt nicht, wofür. Fast 3/4 unserer Gesellschaft beinahe geht es heute so. Alles, was da geredet wurde an kirchlicher Erziehung, hat wie ein Walzwerk gewirkt. Mehr plattgetreten, flach gedrückt, als zum Leben erschlossen. Man kann es nicht mehr hören, das ist die Gefahr. Und die Erfahrung. Man ist die Flausen und die Redensarten leid. Von Gott, der Barmherzigkeit, der Erlösung, der Gnade, es hängt zum Hals heraus. Matthäus meint, dass in das Vakuum solcher Empfindungen alle Teufel tanzen. Es ist schlimm, wenn eine ganze Kirche existiert, die nichts zu sagen hat. Matthäus fügt aber noch eine Bedingung hinzu, wie es kommen mag. Da sind die Geldgier und die Sorgen des Alltags. Geredet ist das auf die Gemeindemitglieder hin. Kann es nicht aber sein, dass am Ende eine ganze Kirche existiert, der es sehr wichtig ist, ihre materielle Auskunft und Einkunft zu sichern, in den Sorgen des Alltags und bestimmt ist von aller Art Macht und Geldgier? Es hätte mit der Botschaft Jesu durchaus nichts zu tun. Es geriete alles unter die Dornen. Man bescheinigt uns, der Kirche in der Bundesrepublik, dass wir die Bestversorgte auf der Welt sind. Nirgendwo funktioniert das Steuereintreibswesen so gut wie nach dem Reichskonkordat zwischen Kirche und Faschismus im Jahre 1933. Dass wir Preußen, die wir sind, die bestverwaltete, administrativ, funktional, durchorganisierte Kirche haben, unvergleichbar mit jeder anderen auf der Erde, auch das muss der Neid uns lassen. Aber was man vermisst, ist jeder neue Impuls, jede geistige Innovation. Es dringt nichts nach außen. An den Rändern unserer Gesellschaft suchen die Menschen verzweifelt, ein Wort Gottes zu erhaschen. Und wo wäre es? Eine ganze Jugend ist dabei, zu emigrieren aus den Pfarrsälen
und Kirchenreim und findet sich wieder brütend über irgendeinen Text von Lao Tse oder Zhuangzi oder Mahatma Gandhi oder Rabindranath Tagore. Und diese Suchenden spüren doch mindestens etwas offenen Auges, hörenden Ohres, zitternden Herzens von den Gleichnissen Jesu. Unser Leben, so zerbrochen wie es sein mag, so am Rand der Verzweiflung oft, so gedemütigt und niedergetreten, ist ein großartiges, wunderbares Leben. Und übertragen Sie es auf die Zukunft. So oft sehe ich Menschen, die darunter klagen, dass sie Hoffnung kaum haben könnten. In 30 Jahren, sagen sie, wird die Welt so verwüstet sein, dass es die tropischen Regenwälder nicht gibt. In 30 Jahren, sagen sie, gibt es dafür über 11 Milliarden Menschen, von denen vielleicht 1,5 Milliarden Menschen Hungers sterben werden. In 30 Jahren, sagen sie, wohnen 3/4 aller Menschen in Großstädten. Unter Bedingungen wie heute schon in Sao Paulo, Mexico City, Bombay oder Madras, mit Bannmeilen des Elends, die wie ein Herzinfarkt das gesamte Leben in der City erdrücken können. In 30 Jahren, sagen sie, wird man die Genkarte des Menschen so genau kennen, dass die Individualität darunter völlig erstickt wird. In 30 Jahren werden 11 Milliarden Menschen vor den Fernsehapparaten sitzen und alle dasselbe Programm am selben Abend in der gleichen Propaganda, in demselben Schematismus des befohlenen Unsinns gucken. In 30 Jahren gibt es keine Freiheit, keine Poesie, keine Menschlichkeit. Das alles mag man denken, aber vielleicht stimmt es gar nicht. Wer denn, der als Mutter ein Kind großzieht, und stellt sich vor, was in 30 Jahren sein könnte, vermag zu leben mit solchen Aussichten. Aber das Kind, das gerade jetzt geboren wird, braucht ein bisschen Hoffnung. Und was immer geschieht, wir Menschen haben die Fähigkeit, unglaubliche Kräfte auch zum Überwinden der Not zu finden. Das rechtfertigt keinen Leichtsinn. Das ist kein Trost gegenüber der Unverantwortlichkeit, die Hände in den Schoß zu legen. Aber wenn Sie sich das Leben irgendeines Menschen, wie es mit 20 Jahren ist, anschauen und wüssten auch nur die nächsten 30 Jahre, Sie müssten sich sagen, es ist ein gutes Geschenk Gottes, dass er uns das Wissen um die Zukunft nicht auf den Weg des Lebens mitgegeben hat, die wenigsten von uns vertrügen's. So aber, mittendrin, blüht immer wieder diese kleine Blume Hoffnung und schenkt 30-fache Frucht, 100-fache Frucht. Es gibt keinen Grund, mutlos zu werden, wenn wir nur uns selber nicht verlieren. Verzweifelt ist ein Mensch nie an den Umständen, sondern nur dann, wenn er dabei ist, sein eigenes Ich aufzugeben. Das freilich wäre das Schlimmste, was geschehen könnte. Ich möchte mit Ihnen einen kleinen Text des bengalischen Philosophen und Dichters Rabindranath Tagore lesen. Wo der Geist furchtlos ist und das Haupt erhoben, wo Wissen frei ist, wo die Wände unserer Häuser, die Welt nicht Tag und Nacht in 1000 Winkelhöfe zerstücken, wo das Wort vom Grund des Herzens aufquellend steigt, wo der Strom der Werke ungehindert von Land zu Land nach allen Seiten sich in 1000-facher Erfüllung ergießt, wo kleinliche Bräuche, gehäuft wie Wüstensand, nicht den klaren Strom der Vernunft verschütten und Männlichkeit sich nicht an 100 Dinge vergeudet, wo du bist aller Werke,
Einsicht und Freuden, Herr, du selber, o Vater, wecke mit hartem Schlag mein eigenes Land in diesem Himmel auf. Ich wünsche von ganzem Herzen Ihnen einen schönen Sonntag. Wenn wir uns nach Hause begeben, mögen wir einander segnen mit den Worten der Patriarchen. Der Herr behüte unseren Ausgang und Eingang. Der Herr sei mit uns beim Kommen und Gehen. Der Herr begleite unsere Wege überall hin. Und der Segen des allmächtigen Gottes komme über uns herab und bleibe bei uns alle Zeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich darf Sie von Herzen einladen zum nächsten Samstag an der gleichen Stelle. Ich spiele aber zum Schluss aus Beethovens 7. Symphonie ein kleines Stück vom Sieg der Zärtlichkeit über die Gewalt. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Heimweg. Jeder hat die Fähigkeit, dem anderen
ein Stück vom Himmel zu zeigen. Das tun Sie hier und dafür danke ich Ihnen sehr.